Hallo und herzlichst begrüßt zum Reisevideo Lüneburg. Die Hansestadt Lüneburg, ein Ort, den man gesehen haben sollte. Es gibt eine historische Altstadt, schöne Stellplätze, schwangere Häuser, weißes Gold, eine Nostalgie-Eisenbahn und. Wenn euch das interessiert, dann bitte zusteigen, die wilde Fahrt geht nun ab. Bei feinstem Wetter machen wir uns auf, eine der schönsten mittelalterlichen Städte Norddeutschlands heimzusuchen. Bitte den Daumen nach oben nicht vergessen, der hilft uns und dem Kanal als Lohn- und Gradmesser. Ein Abo ist großer Sport und die Glocke klicken ist das i-Tüpfelchen. Wir haben uns entschieden für den Stellplatz Sülzwiesen. Dieser ist einfach zu finden und problemlos anzufahren. Er befindet sich in fußläufiger Nähe zu Lüneburgs historischem Stadtkern. 69 Stellplätze sind mit einer Stromversorgung sowie mit Fähr- und Entsorgungsstationen ausgestattet. Hunde sind herzlich willkommen. Das Anmeldeprozedere wird durch einen Automaten geregelt. Dieser ist einfach zu bedienen und möchte mit verschiedensten Karten gefüttert werden. Es war Pfingsten und der Platz füllte sich im Eiltempo. Eine Reservierung ist nicht möglich. Hier noch eine Übersicht, die bei Interesse mit der Standbildfunktion studiert werden kann. Eine Sicht von oben zeigt recht schlüssig die Nähe zur Altstadt. Auf der Quittung des Stellplatzes gibt es einen Rabatt von 50% für eine Stadtführung. Ihr kennt die ARD-Serie Rote Rosen, sie wird hier in Lüneburg produziert. Das Deutsche Salzmuseum in der ehemaligen Saline von Lüneburg veranschaulicht die Geschichte und Bedeutung der Salzgewinnung, die für den Reichtum der Stadt im Mittelalter sorgte. Die schwangeren Mauern sind eine Reaktion von Gips und Anhydrit auf Feuchtigkeit. Diese Schwangerschaft dauert nunmehr bereits viele Jahrhunderte. Eine Niederkunft würde hier allerdings zu aufwendigen Reparaturen führen. Hier noch ein paar Impressionen der wunderschönen Altstadt, in der es immer freundlich und lebendig zugeht. Ein lustiges Beispiel für einfache Kommunikation. Ob es allerdings für ein Ferngespräch reicht, darf bezweifelt werden. Ein Ausflug mit der Blackadder Kleinbahn steht an. Zuvor möchten wir euch aber noch zeigen, wie unsere neue Sicherung im Wohnmobil gegen böse Menschen aussieht. Wir setzen zurzeit eine Reolink-Überwachungskamera ein. Diese hat den Vorteil, dass man weder Strom noch Internet dafür braucht. Die Kamera hält eine Verbindung per SIM-Karte zum Handy. Wer zusätzlich die Beobachtungen der Kamera aufzeichnen möchte, braucht noch eine SD-Karte. Wir verwenden im Moment eine SIM-Karte von iHeartClub, die wir schon im letzten Video beschrieben haben. Es ist eine vollkommen problemlose Prepaid-Karte, die sehr gut geeignet ist für Router, Wildkameras, Dashcams und so weiter. Den Link dazu schreiben wir in die Videobeschreibung.
Zuvor haben wir die Überwachungsanlage in unserem Carport getestet und benutzen sie nun im Wohnmobil. Die Kamera wurde uns zur Verfügung gestellt und wir können sie nur wärmstens weiterempfehlen. Irgendwelche Macken und Nachteile haben wir nicht gefunden. So, nun aber zurück zu unserem Ausflug. Die historische Museumseisenbahn ist eine Fahrt auf der Bleckeder Kleinbahn ab Lüneburg nach Bleckede und zurück. Na Mädels, keine erste Klasse gebucht? Eine Fahrradtour und die Kleinbahn lassen sich verbinden, denn die Fahrräder fahren im Heide-Express umsonst mit. Angekommen in Bleckede haben wir einen Stadtrundgang in dem kleinen Dorf mit Besuch der Elbe gemacht. In dem Dorf gibt es alle wichtigen Häuser, die man braucht. Auch für Freizeitspaß ist gesorgt. Fußläufig von der Eisenbahn-Endstation erreichbar liegt die Elbe. Hier gibt es auch ein schickes Café und zwei kleine Stellplätze. Der eine ist hinter, der andere ist vor dem Deich. Die netten kleinen Cafés und Restaurants können sich sehen lassen. Die Rückfahrt zum Lüneburger Hauptbahnhof verlief ruhig und problemlos. Auch Weltreisende brauchen mal eine Pause und zufällig kamen wir genau zur Kaffeezeit zum Wohnmobil zurück. Der Stellplatz liegt an einer Festwiese. Der letzte Gassigang ist daher ganz angenehm. Eine ruhige abendliche Idylle legt sich über die Camper und die Fellnasen machen sich bereit für die Nacht. Mila, schlafen gehen. Die einen gehen schlafen, für die anderen geht die Arbeit los, denn abends werden die Faulen fleißig. Neuer Tag, neues Glück. Ob wir das auch auf einem anderen Stellplatz finden, das wollten wir testen. Der Stellplatz Adendorf ist eher nicht zu Fuß zu erreichen aus der Altstadt von Lüneburg, aber dafür auch ganz schön gelegen. Wir fuhren zurück zu unserem Kai-Uwe an die Sülzwiesen und verbrachten dort die letzte Nacht, bevor uns die Heimat wieder einfing. Und hier noch ein Verbesserungsvorschlag für den Stellplatz. Denn wenn alle Plätze belegt sind, fahren immer noch fortwährend Fahrzeuge in der Hoffnung, einen Platz zu erhaschen in den hintersten Teil des Platzes, um dann festzustellen, dass sogar der Wendehammer zugeparkt ist. Dann müssen sie rückwärts viele Meter zurücksetzen, um den Platz wieder zu verlassen. Während unseres Aufenthaltes mussten etwa 100 bis 150 Fahrzeuge diese Tortur über sich ergehen lassen. Wir denken, dass solche Vorgänge mit den Mitteln der heutigen Technik vermeidbar sind. Lösungen hierzu diskutieren wir gerne mit euch in den Kommentaren. Musik.